Yo, Friends and was weiß ich noch, was ihr seid, Fans oder so. Willkommen zurück. Kann man nur kurz abchecken, ob wir hier noch was brauchen. Schutz hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge aktiviert. Ein Wanderer noch. Team ist ganz schön geschwächt mittlerweile. Hauen wir mal einen Supertrank rein, das könnte schon nützlich sein. Machen wir mal das Team voll. Ja, das könnte reichen. Jetzt reicht's aber auch. Okay, hauen wir uns hier. Zack! Und den... Ein Möchtegern wie du sollte etwas mehr Respekt zeigen. Ich habe doch gar nichts gemacht und der motzt mich an, der Wichser, ey. Dafür gibt's erstmal schön fett, hier und so. Ach, Kleinsteine. Mehr hast du nicht zu bieten, oder wie? Machen wir hier einmal Durchbruch. Einfach, zack, voll ins Gesicht. Voll in die Fresse. Level 28 wird Monkey, hoffe ich, in diesem Kampf. Das wäre so geil. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Georock. Er wird Level 28. Ich gratuliere mir schon mal selber zu einem Rasaf. Muss ich ehrlich sagen. Gratuliere ich mir jetzt echt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das schaffe. Und wir besiegen das Gegner-Pokémon mit einem unfassbar nicht effektiven Angriff. Einfach so als Trollolo. Oh yes, wir haben jetzt ein Razzoff. Und Spieler besiegt Wanderer Klotwig. Ich gebe auf. Naja, mach du nur. Es entwickelt sich. Dun, 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 dun. Razzoff! 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 Will was Razzoff lernen, eine Rasserei, aber die will ich nicht haben. Tut mir leid, Rasserei will ich nicht haben. Ich brauche keine Raser. Nee, Spaß, ich brauche keinen Raser in mein Team, eine Raserei ist da nicht der Gute. Machen wir mal die Fackel hier raus und so, ihr wisst Bescheid, der darf auch mal 28 werden, komm. Sind wir nett heute, oder? Natürlich, ja, sind wir hier schon sehr viel. Wo geht's da an? Weißt du, wie man es vermeidet, sich im Gebirge zu verlaufen? Wanderer knicken Zweig, um ihren Weg zu markieren. Natürlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Das habe ich letztens erst gelernt bei den Pfadfindern. Aber du bist eine Picknickerin. Woher weißt du das? Ja, ja, du bist ein Schlawiner, du. Dafür gibt es erstmal eine Glut ins Gesicht. Einfach ins Gesicht von Pummeluff. Pummelpuff. Pummelpuff. Komm. Oh ja, yeah. Wunderschön, voll ins Gesicht, einmal... Oh yeah, Butterfucker. Als nächstes wird Taubsi in den Kampf geschickt. Da habe ich aber einen Spezialisten für dich, Taubsi. Da habe ich einen Spezialisten für dich. Muss ich sagen. Da habe ich echt einen Spezialisten für dich. Er wird das einfach kurz und knackig erledigen bei dir. Ah, du machst es ein bisschen schneller als er, aber er macht es trotzdem. Wunderschön, wunderschöner Angriff. Hoffentlich, ja, reicht auch. Wunderschön. So macht man das und nicht anders. Mauzi, da können wir natürlich einmal unser Täubchen noch benutzen. Sie ist ja erst Level 26. Oder er? Es ist sogar er. Oh. Kann man noch ein bisschen trainieren, muss man ja sagen. Also die hätten, er hat es auch verdient. Von daher, ein bisschen Training muss sein. Du musst die Welt voll Sonnenschein. Oh yeah, baby. Okay. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, das hast du, aber es hat nicht gereicht. Du bist einfach nur schlecht. Das könnte sogar der Ausgang sein da unten. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah ne, kann's nicht. Wenn du so hoch oben im steinigen Gebirge bist wie hier, stellen Geröll, Lawinen eine Gefahr dar. Kannst du dir vorstellen, dass dir die Felsen auf den Kopf fallen? Das wäre doch einfach unvorstellbar, schrecklich.
Du scheinst keine Angst zu haben. Soll ein Pokémon Steinhagel erlernen? Ja, wenn nicht, wenn es geht, dann machen wir das mal hier schön hier. Ach, Fackel kann Steinhagel erlernen. Das ist natürlich praktisch, ne? Also, wenn das wirklich so... Ja, einfach mal anstatt Heuler machen wir mal Steinhagel, komm. Das ist natürlich eine Zuckerattacke. Es wäre sehr gruselig, ja, ja, deine Mutter. Ist da oben was? Yes. Top Etter. Ich weiß gar nicht, wer dem Top Etter seinen Namen gegeben hat. 27, 26. Machen wir einfach mal. Zack. Einmal kämpfen bitte. Haha, kannst du mich besiegen? Hm, weiß nicht. Ich glaube, ich habe 3 Arena-Leiter besiegt und... nee. Also gegen dich, da habe ich einfach keine Chance. Das ist einfach, das Niveau ist einfach viel zu hoch von ihm. Kann ich einfach nicht gewinnen. Geht einfach nicht mehr. Pack ich nicht mehr. Tut mir leid, Leute. Also hier müssen wir das Let's Play abbrechen, weil... ich schaff's einfach nicht gegen den Wanderer. Von daher... ja, wobei, sieht doch ganz gut aus. Nee, nee, das Let's Play beenden wir nicht. Das beenden wir nicht. Sieht ganz gut aus. Ah, der hat ja wohl den Mund etwas zu voll genommen. Der kleine Wicht oder der etwas größere, breitere Wicht. Whatever, ever. Gegen Geister. Habe ich jetzt eigentlich irgendwas Effektives gegen Geister? Mal im Ernst. Serious, Leute. Kann... irgendjemand Biss oder so? Weiß ich gerade gar nicht. Irgendwie kommt mir... oh, oh. Irgendwie kommt mir das jetzt nicht so vor, als ob da irgendjemand Biss könnte. Oh, wunderschön. Durch die Schnauze gestrichen voll. Nee, im Ernst. Komm mal, noch einen kleinen Stein. Ah, nee, Mama. Mach mal diesmal Geohawk draus. Er ist ja... ach, komm mal, Razaf, zeig mal, was du kannst. Bis neu im Team. Arrr. Zeig mal, was du kannst. Du müsstest ja mittlerweile neue Stats haben. Ich gebe dir mal einen Durchbruch. Mach mal fertig. Voll ins Gesicht. So muss das sein, Razaf, und nicht anders. So. Ups, das war wohl zu viel des Guten. Ja, na ja, war's. Oh, 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 Pokémaniac. Ach nee, das ist kein Pokémon. Ich vergesse es immer wieder. Nehmt mir das nicht übel, Leute. Seriously, ist echt no Absicht. Wir werden mal unser Täubchen an die Front setzen. Du bist jetzt ein Pokédex, cool. Ich möchte auch einen haben. Ja, geht zu Professor Eich. Komisch eigentlich, also dass er sich nicht irgendwie mehrere macht und dann gibt er halt irgendwie Zehntausende von Leuten Pokédexe und dann sammelt jeder Pokémon und dann hat er das doch ganz schnell. Verstehe nicht, wieso es immer nur einer, zwei oder mittlerweile 4 oder so sind. Verstehe ich nicht. Aber... Flagmon. Jetzt komm. Yes. Yes, baby bitch. Ach komm, bitte. Yes. Yes. Motherfucker. Yeah. Burn, motherfucker. Burn. Jetzt geben wir Pikachu einfach mal das Ruder. Donnerblitz und dann müsste die Sache auch gegessen sein. Ich habe vergessen, wann ich die Folge angefangen habe. Nein. Nein. Donnerblitz bitte, Pikachu. Das war's für dich, Flagmon. Hoffentlich. Ja, natürlich war's. Das Pikachu macht das ganz schnell. Noch eins? Oh, das ist natürlich gefundenes Fressen für unser Pikachu. Entschuldigung. Einfach mal hier, zack, zack, zack. Und dann erstmal ein neues Pokémon, bitte. Bitte, danke, du hast keins mehr. Das war's dann wohl für dich. Ach, ich bin ja so niedlich. Neidisch. Niedlich, oh Gott, wie komme ich auf niedlich? Also, so, das müsste jetzt die letzte Tunnelabteil sein, hoffentlich. Ja, wir werden mal Tauboga einsetzen. Aber davor werden wir sie ein bisschen heilen, würde ich sagen. Es könnte sogar sein, dass es beide 27 werden in diesem Tunnel noch. Komm, mir im Dunkeln bloß nicht zu nahe. Natürlich nicht, wer ist denn auch sonst?
Okay. So. Okay, das wird wahrscheinlich für heute die letzte Folge. Ich habe keine Kraft mehr, Leute. Mein Magen knurrt. Ich muss essen. Ach komm schon, Tauboga, bitte. Komm schon. Das Fenster aufmachen. Ah, jetzt hat er aber. Schön, Level 27, Tauboga, oder? Bitte. Oh, Gott sei Dank. Ach, Gott sei Dank. Flügelschlag, das ist natürlich was ganz Feines. Das würde ich auch gerne erlernen für Tackle. Das ist einfach wert. Anstatt Tackle einfach Flügelschlag. Das ist wichtig. So, danke für den Kampf. Ich bedanke mich tatsächlich bei einer Trainerin für einen Kampf. Ja. Wir wechseln jetzt unser Ding aus gegen Pikachu, unseren letzten 26er im Team. Du besitzt Pokémon, lass uns kämpfen! Natürlich besitze ich Pokémon und natürlich werden wir jetzt kämpfen. Von daher, oh, du hast sogar Pokémon, mit dem ich was anfangen kann. Schockwelle. Müsste eigentlich reichen für diese Opfer. Boom. Müsste reichen, hat auch gereicht. Jawollo. Und zack. Und als nächstes wird Radfratz. Na, das geht auch noch. Komm. Da hauen wir ihn auch nochmal einen rein. Rumble, rumble, rumble. Miau. Ah. Wir sind eigentlich eh schon schneller, weil er paralysiert ist, aber ich wollte noch schneller sein als wir das und deswegen ruckzucki. Radfratz, Radfratz. Wir probieren es jetzt mal nicht mit Schockwelle, sondern mit Donnerblitz. Der ist etwas stärker. Vielleicht reicht der ja in dem Fall einfach, um Radfratz zu besiegen. Ja. Wer hätte das nicht gedacht? Ich, wenn ich ehrlich bin. Knuffenser. Ja, da werden wir auch nochmal einen Donnerblitz. Aber ich glaube, wir erreichen nicht 27. Verdammt. Das ist natürlich ganz bitter. Das ist echt hart. Aber... ja, so... na... Giftbruder, natürlich, was auch sonst. Wir machen hier einen Spam auf die Tastatur, einfach um schneller angreifen zu können, was eh nicht passiert. Ja. Jetzt hat er aber. Und? Yes, da wollo. Oh, hat sogar gereicht. Oh yeah. Yes, bitches. Yes. Du bist ein harter Brocken gewesen. Ja, du auch, aber du bist besiegt, deswegen bist du jetzt kein harter Brocken mehr. So. Leg mal wieder... ah nein. Ling an die Front... oh. Ling an die Front. Oh, natürlich wirkt mein Schutz jetzt nicht mehr, was denn auch sonst dann... zwei Schütze noch. Einen auf Reserve und einer ist aktiv. Ich denke mal, das wär's jetzt. Also, jetzt müssten wir eigentlich alles haben. Ein, ja, vielleicht noch zwei. Ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Ja, das ist schön für dich, würde ich sagen. Und deswegen freue ich mich einfach wie ein Strichmännchen für dich oder so. Oh, Mauzi Bauzi. Ling, mach mal Kabing. Tu mal dem Mauzi weh, bitte. Oh ja, bis, das brauchen wir unbedingt eigentlich, die Attacke für unser, für dieses Geister-Gedingens da. Wäre schon top, aber ich glaube, wir finden keins mehr, oder beziehungsweise haben keins, was irgendwie Biss hat. Das klingt eigentlich voll zweideutig, wenn ich sage, ich habe keinen Biss, ne? Ich habe keinen Biss. Klingt irgendwie komisch, aber irgendwie... nee, es klingt einfach nur komisch. Also, ich habe keinen Biss. Ich habe keinen Biss. 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 Ich habe keinen Biss.
Miraplaw. Als nächstes wird Miraplaw eingesetzt. Da haben wir keine Probleme mit, die Fackel einzusetzen. Die wird Miraplaw zum Lodern bringen. So heiß, wie sie ist. Und das wär's dann, mein Bärchen-Ährchen. Und ja, alle meine Pokémon wurden besiegt. Yes, Baby. Ganz gut erfasst. Da müsste noch ein Nix sein. Ah, okay. Das war's dann, Leute. Für die heutige Folge Pokémon. Bis dahin. Wir sehen uns im nächsten Mal. Chosen.